Und damit herzlich willkommen zurück zu neue Party Superstar. Runde 6. Eben im letzten Minispiel knappe Geschichte. Gucken wir mal, wie das denn heute weiterlaufen wird. Wir haben im letzten Teil mit einem taktischen Meister hoffentlich einen Stern gekriegt und dementsprechend sind wir momentan Erster. Das heißt aber gar nichts, weil jetzt sind wir gleich Zweiter, außer sie setzt Lupchi ein. Darauf hat sie keinen Bock. Gut. Dann nicht. Verstehe ich. Und damit kriegt sie jetzt den Stern. Natürlich, letztes Mal haben wir ja taktisch auch so ein bisschen gespielt, so von wegen, ja, okay, gewinnen wir das Ding. Könnte Wario eventuell uns den Stern stehlen, dies, das, Ananas. Ja, klar. Aber ehrlich gesagt, dachte ich gerade so, mir ist es lieber tatsächlich das Minispiel zu gewinnen, um selbst da die Möglichkeit zu kriegen. Und andersrum sind die Leute jetzt eher auf Peach aus, sie eventuell auszurauben oder ähnliches. Die Arme. Aber so ist es nicht. So, sie kriegt einen Pechwürfel. Sie hat schon einen. Wird sich höchstwahrscheinlich einen der beiden Pechwürfel jetzt wegwerfen. Und zwar den ersten. Okay. Luigi time. Yeah. Okay, den Pilz jetzt in dieser Runde einzusetzen, könnte interessant sein, wenn er jetzt zu Lupchi geht und dann runter zu gehen. Ja. Das ist natürlich ein interessanter Zug, definitiv. Alleine damit. Ausrufezeichenfelder bewirken natürlich, dass Tag gleich Nacht wird und Nacht gleich Tag wird. Ne? Das schiebt natürlich die komplette Situation, wenn irgendwelche taktischen Pläne da in dieser, auf dieser sagt man so im Fachjargon, auf der Map, oder so irgendwie taktisch hier vorgeht, ist natürlich kontraproduktiv, aber so, ich find's gut. So. Fischfutter, eigentlich so ein Basic-Minispiel, was man immer gerne mal mitnimmt. Jo, funktioniert, sauber. Haben wir glaube ich, einmal gehabt beim Online-Spiel, glaube ich, beim Online-Match. Da waren wir, glaube ich, nur ein Millimeter vor den anderen. Und deswegen haben wir dann am Ende das Ganze dann doch gewonnen. Aber auch nur deswegen. Also Millimeter dann davor waren. Der ist gemein, dieser letzte. Und wir gewinnen. Und Peach nicht. Und Peach nicht. Sie hat nicht gewonnen. Ja, so traurig, wie es für Luigi ist. Sie hat nicht gewonnen. Gut. Ja, wir haben leider, wie gesagt, keine Pilze. Das heißt, wir müssen uns dringend welche holen. Pilze, sag ich schon, Würfel. Entschuldigung, mein Fehler. So. Was habt's denn? Boah, dann. Hab ich ja eben gerade gesagt. Doppelwürfel. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich das hier das taktische Gegenpart zu diesen Thrillerpfeifen sein. Dass du versuchst mit möglichst vielen schnellen Schritten dann den ganzen Thrillerpfeifen-Heinis da. Okay, das ist ein interessanter Zug. Aber den hätte man auch gut machen können, weil Luigi eben nah dran ist. Natürlich hätte sie dann Luigi auch. Ob das interessant, dass man da lieber rumgeht? 10 Münzen? Okay, vielleicht wird es deswegen. Vielleicht wegen den 10 Münzen. So, er wirkt nicht gegen, macht die 2, was sein Verein war. Doch. Sie ist 21 Felder entfernt. Das ist natürlich enorm problematisch. So, was wird sie sich holen? Wird sie sich überhaupt was holen? Nö. Und aus. So, Minigame. Ja, wir müssen gleich gucken, wie weit wir vom Stern weg sind. Und eventuell wieder taktischen Meisterzug machen. Wobei, man weiß nie. Baumsprung, ihr kennt das ja noch vom anderen Spiel.
mit der Uhr. Gucken wir mal mit der Uhr rüber mische. Das ist hier auch so. Plus hier kannst du dich bewegen. Das ist das Positive hier gegenüber. Das Ding ist aber noch schneller, finde ich. Also definitiv noch schneller. Aber ich finde, man kann sich gut auf einstellen. Man kann sich gut drauf einstellen. Man muss einfach nur wissen, wann man springen will. Fantastisch. Man muss einfach nur ein bisschen. Manchmal ist das einfach wirklich so eine Trainingsgeschichte. Wann musst du springen? Wie musst du springen? Ob springen? Wie springen? Wann springen? Weshalb springen? Spring nicht springen. Springfield. Naja, egal. So, wie viel fällt? 16. Das ist natürlich schon einiges. 16 ist eine hohe Zahl, ne? Wir versuchen es trotzdem. Das glaubt mir niemand. Niemand wird mir das je glauben. Niemand. 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 Also, das nennt man definitiv mehr als Glück. Also, das ist so fantastisch. Und dann kommen wir auch noch auf ein Ausrufezeichenfeld. Come on. Ganz ehrlich, perfekter geht es kaum, Leute. Perfekter geht es kaum. Da ist, glaube ich, noch nicht mal irgendwer in der Nähe. Es ist unglaublich. Ja, so schnell kann sich das Blatt drehen, würde ich mal sagen, ne? So, jetzt ist natürlich die Masterfrage, wenn die... Schade. Ich hab schon so ein bisschen gehofft, so... Aber okay, so natürlich, klar. Ist aber völlig in Ordnung. Das ganz ehrlich, das wäre es auch gewesen, wenn die jetzt hier gesagt so von wegen, ja komm, dann wären wir schon irgendwie, also irgendwo, irgendwann, also... Irgendwann werden wir irgendwas machen und dann Passwort schreiben. Nein, definitiv nicht. Schneller halten, fantastisch. Jo, der nächste ist hier. Das ist natürlich jetzt wiederum unpraktisch, dass wir jetzt auf dieses Ausrufezeichenfeld gekommen sind, weil wir jetzt außen rumlaufen müssen. Aber ist nicht so schlimm. So, mit diesen Doppelwürfeln bislang bin ich absolut mehr als zufrieden. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber theoretisch müsste Rosalina eigentlich mit ihrem Pilz das ohne Probleme erreichen. Das ist die Frage, ob sie das jetzt tut. Also theoretisch gesehen, 9 Felder kriegt sie ohne Probleme hin. Sie könnte auf 10 hochgehen und alles ist super. Okay. Das ist knapp daneben. Also, eine 9 und eine 6. Also, das kann mal passieren. Dass du eine 9 und eine 6. Also. Ja. Gut, weiter geht's. Nice. Das haben wir schon mal gespielt. Da hatte ich ja schon gesagt, dass das eigentlich gar nicht mal so ein einfaches Minispiel ist. Wenn das auf den ersten Blick so aussieht. Und das haben wir letztes Mal durch perfektes Springen hingekriegt. Ja, diesmal nicht. Macht nichts. Nicht so schlimm. Ja, bin auch direkt durchgesprungen. Ne? Theoretisch hättest du einfach nur links runter und dann wäre alles gut gewesen. Aber so. Ja, nicht. So, ja. Wie gesagt, taktisch wäre das jetzt
alles andere als sinnvoll, jetzt irgendein Item einzusetzen. Deswegen werden wir jetzt klassisch würfeln. Wir würfeln eine 4. Moment mal. Wie viel kostet der ganze Schmuck? Party! It's Party! Dann feiern wir näher! Bis ins Morgengrauen. Ja, Party! Party! Schon Tag, was willst? Was für eine Party? Wenn du Münzen hast, komm vorbei wieder. So. So, versus Feld. Jetzt denkt ihr so von wegen, was um Himmels Willen, warum hat er denn Party gemacht? Tatsache, irgendwie war das mir in Erinnerung, dass das so war, dass die alle dann mit der Party mitmachen. Und deswegen wollte ich jetzt Party machen, damit die anderen beiden Alotris bei mir in der Party dabei sind. Aber na gut, das kann man ja auch mal verwechselt haben. Dafür machen wir jetzt mal um viele Münzen. Peach hat gar nichts. Peach ist die Gewinnerin in dieser Runde. So, bitte irgendwas Einfaches. Wir müssen... Start! Einen runterkriegen. Danke. Einer runterkriegen reicht. Oh, wow, wow, wow. Peachy Beachy. Das. Oh, 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 oh. Nein. Doch. Vielleicht. Ist egal. Peach, weißt du, Peach hat im Endeffekt nichts, aber auch gar nichts eingesetzt. Und dafür müsste ich spielen. Ja. Ja, gut. Kann man mal so hinnehmen, würde ich mal sagen. Wir kriegen 5 Münzen und Peach 20. Für nichts. Also, ja. Gut. Jo. Kann man auch so machen mit dem Stern? Natürlich. Klar. Man hätte keine Party feiern müssen. Andersrum haben wir die Moves von Waluigi gesehen. Das ist definitiv ein Like wert, hoffentlich. So. Und Toadette ist jetzt... Naja, so weit, extrem weit weg ist sie jetzt nicht. Für mich schon, aber... Na, ne, ihr wisst, wie sie werden. So, wieder 3 Münzen weg. So, holt sie sich die nächste Trillerpfeife. Hat sie noch 3 Münzen. So, jetzt ist natürlich die Masterfrage, was mit der Luigi jetzt macht. Gut, dann bräuchte er mindestens ein 8. Das ist eigentlich schon schwierig und das ist in dem Falle nicht erreichbar gewesen. So, muss man ein bisschen blechen. Muss ein blechen. So, er könnte mit dem Schlüssel da durch. Geht nicht durch, natürlich nicht. So, steht kurz vorm Feld. Das ist was jetzt Rosalina wahrscheinlich direkt, natürlich direkt wegmacht, weil der böse Luigi könnte ja eventuell mit einem guten Zug irgendwie gefährlich werden. Jo, dann halt da. Mach ihn noch weiter weg. Dann am besten noch auf ein anderes Feld. Damit keiner mehr den Stern kriegt. Ah.
So. Das Schöne dabei ist, Peach wird gleich jetzt mit einer Pfeife direkt das Ding, direkt wieder Toadette woanders hinschicken. Weil Rosalina hätte genug Münzen. Okay. Und Goomba Gatter. Goomba Gatter ist schwierig. Es ist im Endeffekt tatsächlich ein Glücksspiel, mehr oder weniger. Da muss ich so ein bisschen drauf achten, wie die Goombas denn stehen, wann die denn wo hinkommen und wie. Das ist ja am besten, wenn es ein goldenes ist. Ja, sind jetzt nur zwei goldene, aber ich glaube, der anderen sind alle ein bisschen zu wenig. Oder ist das nur ein goldener? Ich weiß es nicht. Bringt drei. Ja, es war nur ein Gold, aber egal. Wir gewinnen trotzdem das Minispiel. Auch wenn es nur ganz knapp war. Aber das wäre natürlich hier schön gewesen, hätte wären jetzt beide noch drin gewesen. Hätten das alleine gewinnen, alleine das Minispiel gewonnen. Aber so ist es auch okay. Letzte Runde. Ja, ganz ehrlich. Nö. Vielleicht klappt das ja sogar so, dass da irgendwie was in der Nähe spawnt. Das kann ja sein. Dann wollen wir natürlich den Nutznießer. Ich glaube, das wäre dann direkt das Feld dahinter uns, ne? Fantastisch. Auch das, ein super Item. Ja, Daisy nicht so ganz. Daisy sagt schon, Rosalina nicht so ganz in die Richtung. Sehr schön, genau so wollten wir das doch hören. Die Trillerpfeife. Ja, also ich denke mal, Toadette müsste definitiv eine Kettenunphobie haben. Also, wirklich. Ja, schade, direkt dahinter. Ärgerlich, aber macht nichts. So, ja, praktisch gesehen ist es natürlich jetzt gut, wenn sie mit Glubschi da rüber geht. Ob da Glubswürfe? Ja, wir müssen gucken, wie wir am ehesten dahin kommen. Luigi time! Und Luigi ist ja gar nicht mal so weit weg. Das ist natürlich für Luigi super. Aber 16 Felder, das wird schwierig. Damit hat er sich zumindest das Leben erleichtert. Ja, was wird er wegwerfen? Ich würde sagen, der Schlüssel, den braucht er nicht. Also 44 Felder, das ist enorm weit weg. Warum auch immer die jetzt dafür einen Pilz einsetzt. So, drei Münzen. Die Bank wird immer reicher. Die Bank wird immer reicher. Und Toad verdient sich auch eine goldene Nase damit. So von wegen, hey, ich habe Hundepfeifen, Leute. Wollt ihr sie haben? Ja, dann kauft sie euch hier. Ach, je. Aber das macht die Sache eigentlich ganz lustig hier. Minispiel mal zwei. Letztes Minispiel. Kicken wir mal. Wer denn jetzt der Sieger sein wird? Das ist Kanoneninsel. Nicht so gerne gesehen bei mir. Aber nun gut, wir gucken mal. Ich hätte mir lieber so ein Minispiel, wo wirklich Können gesucht wird und nicht Glück. Oh, das war knapp. Oh, 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 oh